Method Park entwickelt sicherheitsrelevante Software für die Medizintechnik und die Automobilindustrie. In der Automobilindustrie beraten wir unsere Kunden auch bei Entwicklungsprozessen, vom Softwareentwicklungsprozess bis hin zum Entwicklungsprozess des Gesamtfahrzeuges. Dazu haben wir eine Datenbank entwickelt, mit der zum Beispiel unser Kunde General Motors seinen kompletten Entwicklungsprozess für neue Fahrzeuge speichert, mit über 70.000 Aktivitäten. Vor 17 Jahren, 2001 gegründet, blickt Method Park seitdem auf ein jährliches Wachstum zwischen 10% und 20% zurück. Schon 2004 gab es die ersten Schritte in die USA, 2011 dann nach Japan. In den letzten Jahren kamen auch Kunden aus China, Südkorea und Indien dazu. Ein wichtiger Teil des Method Park-Geschäftes ist die Beratung. Für Beratung muss man Vertrauen beim Kunden gewinnen. Hier haben wir sehr vieles richtig gemacht, durch unser Auftreten und die Verbindlichkeit, mit denen unsere Mitarbeiter auf die Kunden zugehen. Wachstum auf beiden Seiten, beim Kunden und bei Method Park. Das unterstreicht den Erfolg, den wir in den letzten Jahren gehabt haben mit den Mitarbeitern. Dadurch, dass wir die richtigen Mitarbeiter ausgesucht haben und es geschafft haben, dass die Mitarbeiter hier bei Method Park Spaß haben. Wenn wir über Method Park sprechen und den Erfolg, dann müssen wir über die Method Parkler sprechen. Method Parkler, unsere Mitarbeiter, 170 an der Zahl, auf 8 Standorte verteilt, hochmotiviert, hochkompetent und handverlesen. Was aber das Entscheidende ist aus unserer Sicht, ist, dass diese Method Parkler nicht nur fachlich kompetent sind, sondern ihr dieses Quäntchen Sozialkompetenz haben, das man heutzutage ganz dringend braucht. Denn Softwareentwicklung macht man heute nicht mehr im Keller, sondern im Team. Wir sind froh und glücklich, Herrn Professor Hindel seit der Gründung seines Unternehmens im Jahr 2001 begleiten zu dürfen. Es ist in der Tat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Die Kundenliste liest sich wie das Who is Who der internationalen Automotive-Industrie. Bei uns in Erlangen gibt es ja noch ein paar andere Technologieunternehmen. Und da hat es unser Preisträger nicht so leicht, motivierte und innovative Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Für seine Recruiting-Kampagne Liebe, was du tust, gewann unser Preisträger sogar den German Design Award 2017. Liebe, was du tust, lieber Herr Professor Hindel, lieben Sie bitte weiterhin, was Sie tun. Auf den Gründerpreis in der Kategorie Aufsteiger sind wir besonders stolz. Dieser Preis honoriert unser Engagement, unser Geschäft zu internationalisieren und weitere wichtige Kunden zu gewinnen. Unsere Kunden, die wir im Ausland für uns gewinnen konnten, sind Technologieführer in ihrem Fach. Und wir können dort Technologien lernen und die wieder woanders hintragen im Rahmen unseres Beratungsgeschäftes. Das sorgt dafür, dass unser Geschäft nachhaltig wachsen wird. Wir wollen diesen Preis unseren Aufsteigern widmen, unseren Mitarbeitern. Denn ohne diese wäre so ein Erfolg gar nicht möglich.